Als der Erste Weltkrieg zu Ende geht, ist der Augsburger Papierfabrikantensohn Bertolt Brecht 20 Jahre alt. Er gehört zu einer Generation desillusionierter Jugendlicher, für die das Grauen des Ersten Weltkriegs eine scharfe Zäsur bedeutet. Seine Erlebniswelt ist von jetzt an das Dickicht der Städte, der Asphaltdschungel der Metropolen, die metaphysische Obdachlosigkeit in einer Zeit, in der Gott tot zu sein scheint und die Gesellschaft nach dem Wolfsprinzip funktioniert. Orientierungsmuster sind verbraucht. Es geht ums Überleben in der Härte des Lebenskampfes. Mackie Messer lässt grüßen, die Hauptfigur in Brechts skandalträchtigstem und erfolgreichstem Theaterstück der 20er Jahre, die Drei-Groschen-Oper. Doch Brecht wird Wandlungen durchmachen. Häutungen. Vom unpolitisch unbürgerlichen Skandalpoeten zu einem philosophisch reflektierten und politisch eingreifenden Schriftsteller. Das Studium marxistischer Theorien ab 1926 bedeutet eine immer radikalere Wende, politisch, ethisch und künstlerisch. So wie er früher Stücke wie Baal oder die Drei-Groschen-Oper geschrieben hatte, konnte er nicht weitermachen. Brecht weiß das. Seine Stücke waren vom bürgerlichen Publikum oft mit Schauder und Abscheu genossen worden. Verändert aber hatten sie nichts. Insbesondere unter dem Eindruck der Verschärfung der politischen Verhältnisse in Deutschland nach 1933 sucht Brecht nach neuen Stilmitteln und Ausdrucksformen für ein Theater, das nicht bloß Revolution für einen Skandalmoment produziert, sondern in Deutschland planmäßig und strategisch Revolution befördert. Er sucht nicht mehr eine Ästhetik der Provokation, sondern eine provokative Ästhetik. Er sucht nicht mehr ein Theater mit Skandaleffekten, sondern eine die gesellschaftlichen Skandale reflektierendes Theater. Der eigentliche Skandal sind die schreienden sozialen Gegensätze. Schluss also mit einer Dramatik, die nur das Unterhaltungs- und Ablenkungsbedürfnis der herrschenden bourgeoisen Klasse befriedigt, wie Brecht sich ausdrückt. Die Wahrheit über die Zustände des Landes, schreibt er, 10 Millionen Tote durch den Krieg, ungeheures Elend breiter Schichten. Die Wahrheit über die Zustände des Landes bedarf einer anderen Dramatik, wenn man überhaupt noch mit Theater weitermachen will. Konsequenterweise stellt Brecht seine Theaterarbeit jetzt in den Dienst des Klassenkampfes und zahlt den Preis, den viele Künstler zahlen. 1933, als Hitler an die Macht kommt, wird Brecht ins Exil getrieben. Für uns bemerkenswert, jetzt tritt die stärkste Spur Chinas in Brechts Werk zutage.